Hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Homematic-IP-Alarmsirene für den Innenbereich in der CCU anlernt und konfiguriert. Zu Beginn müsst ihr die Sirene anlernen, das geschieht in der CCU über den Geräteanleihen-Knopf in dem Beispiel mal. Und dann müsst ihr die CCU in den Anlernmodus versetzen. Der läuft dann 60 Sekunden. Drücke ich kurz auf die Sirene und dann sollte sie auch gleich im Posteingang auftauchen. Da ist sie auch schon. Und dann schauen wir uns die Sirene einmal unter Geräten an. Zuerst vergebe ich wieder mein Namensschema, denn wenn ich es nicht jetzt mache, dann habe ich später wieder einen Wildwuchs, also Innenbereich, Erdgeschoss, die wird sich im Wohnzimmer befinden. Sein Homematic-IP-Gerät und das ist die Sirene mit SI abgekürzt bei mir. Perfekt. Schauen wir uns mal die Kanäle an. Es gibt einen Sender und einen Empfänger. In dem Fall wird der Empfänger nur wichtig sein für den Alarm. Schauen wir uns den mal an. Und hier ist es auch ähnlich zur Außensirene. Ihr habt eine Eventverzögerung, die ihr einstellen könnt. Was bedeutet das? Wenn ein Alarm ausgelöst wird, also der Trigger aktiviert wird, Alarm auslösen, dann würde die Sirene nach einer Sekunde direkt Alarm schlagen. Das könnt ihr jetzt hier beispielsweise um 30 Sekunden, eine Minute, also die vorgegebenen Werte hier verändern oder halt auch den Wert direkt eingeben. Ich lasse es jetzt bei einer Sekunde, weil ich das Ganze über das Programm steuere. Der Vorteil daran ist, angenommen, ihr löst aus Versehen selbst den Alarm aus, also ein Fehlalarm, wird nicht direkt diese Lo Sirene losgehen, sondern ihr hättet noch ein gewisses Zeitintervall, um den Alarm zu stoppen. Jetzt gehen wir mal auf Geräte und schauen uns dort die Sirene an. Und dann könnt ihr auch direkt den Alarm testen. Ich gehe jetzt mal hier an dem Frequenz steigend. Schauen wir mal ein kurzes Blinken. Es wird jetzt laut. Und es sind dieselben Töne wie bei der Außensirene. Probieren wir jetzt nochmal den Steigen und Fallen aus und machen ein schnelles Blinken in dem Fall mal. Und es sind, wie gesagt, genau dieselben Töne, dieselben Blinksignale. Ich habe das in meinem anderen Video zur Außensirene auch etwas ausgiebiger ausgeführt und getestet, die ganzen Frequenzen. Da könnt ihr euch das da gerne angucken. Jetzt gehen wir mal zur Konfiguration. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könntet die Sirene direkt verknüpfen oder ihr macht es über ein Programm. Ich werde es über ein Programm steuern. Warum das Ganze? Über ein Programm habe ich die Möglichkeit, dass der Alarm nur ausgelöst wird oder meine Alarmanlage, wenn ich es definiere, also wenn der Trigger gesetzt ist, okay, Alarmanlage aktivieren. Bei einem Direktprogramm ist das jetzt so nicht möglich. Da gehe ich jetzt am Ende noch mal kurz drauf ein, aber jetzt konfigurieren wir das Ganze erst einmal. Gehe ich hier in mein Programm rein und dann seht ihr hier oben einmal meine Systemvariable, welche aktiv sein muss und dann die möglichen Auslösefaktoren. Und als Beispiel in meinem letzten Video habe ich ja den Bewegungsmelder im Flur konfiguriert und den habe ich auch schon direkt hier mit hinzugefügt, dass wenn die Systemvariable Alarmanlage auf On ist und eine Bewegung erkannt wird, würde auch dieser einen Alarm auslösen. Hier unten habe ich die ganzen Sirenen bzw. Feuermelder, die dann auslösen. Und da gehe ich in einem gesonderten Video irgendwann mal im Detail drauf ein. Jetzt fügen wir hier mal die Sirene für innen hinzu. Ja, es sind ein bisschen mehr Aktoren. Und jetzt ist die Konfiguration identisch zur Außensirene. Also die Außensirene im Vergleich ist hier oben mit SI Balkon. Dann könnt ihr zuerst das akustische Signal festlegen. Das mache ich jetzt hier. Ich nehme beim die selben Signale. Dann müsst ihr hingehen und das Leuchtsignal definieren, also das optische Signal. Möchte ich, dass es auch sofort auslöst. Das ist dann ein gleichzeitiges kurzes Blinken in meinem Fall. Gleichzeitiges kurzes Blinken. Und jetzt kommt die Besonderheit. Die Wertedauer
ist dafür da, wie lang soll etwas ausgelöst werden. Also zum Beispiel bei mir hier die Zeitdauer 5, das ist in Minuten. Warum Minuten? Denn zuvor müsst ihr angeben die Zeiteinheit. Also wir gehen jetzt hin und fügen das Gerät erneut hinzu. Und dort wählen wir jetzt statt diesen ganzen Signalen eine Zeitdauer aus. Die Zeitdauer gibt in dem Fall nämlich an, ist es in Minuten, Sekunden oder wie möchtet ihr es haben? Ich möchte es in Minuten haben, also ich könnte es jetzt auch noch mehrere Sekunden machen. Und da, ups, kein Systemzustand, sondern ein Gerät. Und dort könnt ihr dann halt genau identisch wie oben sagen, okay, 5 Minuten soll diese Sirene Alarm schlagen. Nach diesen 5 Minuten geht die Sirene automatisch aus und geht dann halt in dem Fall nicht mehr an, außer es würde wieder ein Trigger ausgelöst werden. Das ist die Konfiguration. Jetzt habe ich es schon zugemacht. Das ist die Konfiguration meines Alarmprogramms in dem Fall. Ich gehe jetzt gerade nochmal rein. Und ihr seht, es ist wirklich die identische Konfiguration zur Außensirene. Alles gleich. Und die Besonderheit ist einfach nur, dass ihr hier halt die Zeitdauer angeben müsst. Denn sonst würde die Sirene die ganze Zeit Alarm schlagen und blinken und würde auch nicht mehr aufhören. Dann müsst ihr halt auch bedenken, ihr seid beispielsweise im Urlaub, irgendeiner bricht ein, dann würde euer Nachbar sich freuen, weil die Sirene so lange Alarm schlagen würde, bis die Batterie leer ist oder jemand vorbeikommt und die Wohnung öffnet, um die Sirene zu deaktivieren. Also das ist schon sehr gut, dass ihr da halt die Zeitdauer definieren könnt. Auch beim Fehlalarm wird ja die ganze Zeit die Sirene Alarm schlagen, bis ihr diese deaktiviert. Jetzt gehe ich nochmal kurz auf eine Direktverknüpfung ein. Jetzt erstelle ich meine neue Verknüpfung. Der Vorteil bei einer Direktverknüpfung ist, ihr verknüpft, wie gesagt, vom Namen her schon, die Geräte direkt miteinander. Also in dem Fall möchte ich, nehme jetzt mal hier meinen Küchensensor. Wenn dieser auslöst, also wenn der eine Bewegung registriert, möchte ich, dass die Sirene ausgelöst wird. Also wähle ich da die Sirene aus, stelle das Ganze. Also es würde halt in dem Fall auch funktionieren, wenn meine CCU nicht erreichbar wäre. Aber ich habe das halt hier über den Profileinstellungen. Ich mag es aber lieber über mein Programm und wie ihr direkt seht, habe ich dieselben Einstellmöglichkeiten wie bei meinem Programm. Also ich kann hier die Einschaltverzögerung setzen, ich kann die Einschaltdauer setzen, also wie lang soll der Alarm sein. Also die ganzen Sachen, wie in dem Programm, kann ich auch hier definieren. Ich übernehme das jetzt mal nicht und zeige euch jetzt mal noch eine Sache, denn wir ignorieren jetzt mal diese eine Servicemeldung. Die Sirene hat identisch zu dem Außengerät auch einen Sabotagekontakt. Wenn ich die Sirene jetzt von der Platte ablöse, erscheint direkt die Sirene mit der Meldung Sabotage. Jetzt könnt ihr diese Sabotage, jetzt habe ich die Sirene wieder geschlossen, auch direkt, also wenn die Sabotage ausgelöst wird, könnt ihr auch einen Alarm machen. Und das könnten wir jetzt beispielsweise in meinem Alarmprogramm, habe ich das hier oben mit der Außensirene, wäre genau dasselbe. Könnte ich jetzt sagen, okay, Gerät, da wähle ich die Sirene aus. Jetzt habe ich die falsche ausgewählt. Dann brauchen wir nämlich den anderen Kanal, den hier. Deshalb ist es wichtig, direkt richtig zu beschriften. Und dann identisch hier oben, Sabotage okay, bei Änderung auslösen. Also würde bedeuten, wenn mein Alarmprogramm an ist und eine die Sirene von der Wand nimmt, würde auch mein gesamtes Alarmprogramm Alarm schlagen. Da es eher unwahrscheinlich ist, dass jemand die Sirene schon von der Wand nehmen kann, wenn er im Gebäude ist, ohne dass die Sensoren auslösen, lasse ich das jetzt hier weg. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und auch gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen und sagen, wie ihr euer Alarmsystem konfiguriert habt. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann hoffe ich, bis demnächst. Ciao.